Guten Morgen, Wanderfreunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute mache ich meine Wanderung in der Eifel, genau genommen in Nettersheim. Hier beginnt der Löwenzahnweg. Das ist eine Erlebnisfahrt für Kinder. Ja, die Strecke ist ungefähr 7 Kilometer lang und hat ca. 100 Höhenmeter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist und was wir so erleben, dann kommt mit. So, den Fossilienacker verlassen wir jetzt. Ja, die Kinder haben jetzt nur ein paar Kleinigkeiten gefunden. Da war jetzt nicht so viel zu finden. Das geht jetzt weiter durch die Felder. Ja, und gleich kommt vielleicht auch ein Highlight. Ja, jetzt kommen wir zu einem Highlight und zwar zur Show Me Your Gear Challenge. Und zwar wurde ich vom lieben Tobias von Tobi Wandert nominiert, diese Challenge zu absolvieren. Ja, und das machen wir heute. Und ja, die Show Me Your Gear Challenge besteht aus 5 Gegenständen. Den ältesten, den neuesten, den liebsten, dann den teuersten und den billigsten Gegenstand. Ja, und diese 5 Gegenstände, die zeige ich euch jetzt. Und zwar fangen wir an mit dem neuesten Gegenstand. Und zwar sind das meine Wanderschuhe. Die habe ich mir vor ein paar Wochen geholt, da die alten, ja, wie ihr gesehen habt, die sind ziemlich abgenutzt gewesen. Da war kein Profil mehr, darum habe ich mir neue geholt. Allerdings habe ich mir das erste Mal im Internet Schuhe bestellt. Und zwar von Jack Wolfskin. Ich glaube, die haben auch nur 75 Euro gekostet und die waren auch, ja, bin damit sehr zufrieden eigentlich, also lassen sich gut laufen, haben auch ein gutes Profil, also bis jetzt sehr gut. So, und dann kommen wir zu dem billigsten Gegenstand. Da war ich schon ein bisschen hin und her gerissen, aber dann habe ich mir gedacht, so eine Zeckenkarte, die habe ich auch immer dabei und keine Ahnung, wie teuer die ist. Ich denke mal 1 Euro oder 2 Euro. Ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Haben wir auch schon sehr oft eingesetzt. Da, wenn man durch Wiesen geht und so, Gräser, dann kann man sich leicht eine Zecke einfahren. Und ja, damit geht das eigentlich ruckzuck eigentlich weg. Also ideal eigentlich. Sollte jeder dabei haben. Ja, und dann kommen wir zum liebsten Gegenstand. Und dann... Das ist das, ja, das ist mein T-Shirt. Kann man das sehen? Das habe ich heute nicht an. Ja, das habe ich mir vor ein paar Monaten mal erstellt im Internet. Und ja, das habe ich auch ab und zu mal an. Das ist mein liebster Gegenstand. Ja, der war auch nicht gerade billig. Hat, glaube ich, um die 30 Euro gekostet.
Ich glaube, der kam vorher aus England. Also, naja, hat ein bisschen gedauert, bis das ankam und so. Und ja, das ist mein liebster Gegenstand. Ja, und dann habe ich noch einen Gegenstand, mein teuerster Gegenstand. Eigentlich ist es die Osmo Action, mit der ich gerade filme. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das zum Wandern gehört, da ich das auch immer bei anderen Sachen manchmal einsetze. So habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal meine Uhr. Und zwar ist das die Garmin Instinct. Die habe ich jetzt auch seit, ich glaube, 2 Jahren habe ich die. Hat damals 150 Euro gekostet. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und davor hatte ich auch schon mal einige andere Uhren gehabt, meistens auch von Garmin, und war mit denen auch alle soweit zufrieden. Irgendwann war halt das vom Garmin, der Forerunner, der war kaputt. Darum habe ich mir halt die Instinct geholt. Wie gesagt, bin damit zufrieden, damit zeichne ich meine Tracks auf. Die Tracks veröffentliche ich dann im Internet und so. Ja, das ist halt der Gegenstand, der am teuersten ist. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Gegenstand, und zwar den ältesten Gegenstand. Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, was ich da nehmen sollte. Ich habe hier irgendeinen Wanderrucksack ein bisschen rumgesucht. Ja, und habe dann so ein komisches Feuerzeug gefunden. Und ja, das scheint schon etwas älter zu sein. Und ich denke mal, das könnte sogar der älteste Gegenstand sein. Ja, ich habe noch mal eine Klorolle gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die ist. Die scheint auch schon was älter zu sein, aber die wollte ich jetzt nicht nehmen. Ja, das waren halt meine 5 Gegenstände. Ah ja, dann habe ich noch so einen Zusatzartikel. Das wollte ich eigentlich als liebster Gegenstand nehmen. Die Blasenpflaster für die Extremwanderungen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, also das ist dann doch nicht mein liebster Gegenstand. Der ist vielleicht mal am nützlichsten. Das ist mein nützlichster Gegenstand. Aber das ist auch außer, ja, der spielt jetzt keine Rolle, soweit. Außer Konkurrenz quasi. Jo. Das waren so meine 5 Gegenstände, die ich heute vorgestellt habe. Und ja, ich werde euch gleich sagen, wen ich nominiere. Das sind auch wieder 3 Kanäle, und ich hoffe, die machen mit. Also bleibt dran. So, die schöne Waldpassage haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt geht's weiter Richtung Görresburg. So, die Görresburg verlassen wir wieder. Also hier war ich auch schon unzählige Male, aber immer wieder interessant hier. So, jetzt geht es wieder ein Stück zurück, abwärts, und dann ja, Richtung Spielplatz.
Ja, Wahnsinn. Das war auf jeden Fall mal eine Brücke gewesen. Und zwar wurde die auch wahrscheinlich durch die Flut letztes Jahr zerstört. Da war ja diese Flutkatastrophe. Ist ungefähr jetzt, ja, fast ein Jahr jetzt her, also doch ein bisschen mehr als ein Jahr. Und schon krass, dass ja hier auch alles zerstört worden ist und teilweise noch gar nicht aufgebaut. Ja, echt traurig, aber ist so. Weiter geht's. So, es stehen noch die Nominierungen aus, insgesamt 3 Stück. Und mit der ersten Nominierung fange ich an. Und zwar ist das der Martin von Unterwegs mit Martin. Würde mich sehr freuen, wenn du die Challenge annimmst und auch ein Video darüber machst. Dann die zweite Nominierung ist der Tim von Hike und Bike Time. Da würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn du ein Video darüber erstellst. Und die dritte Nominierung ist die Annette von Annette on Tour. Auch hier würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir ein Video sehen von dir. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr nehmt die Challenge an und macht ein Video, wie gesagt, darüber. Nochmal danke an Tobi von Tobi Wandert. Wie gesagt, alle Beschreibungen, Links sind in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mal reingucken und mal die Kanäle checken oder abonnieren und so. Ja, und dann würde ich sagen, bis später. So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Uns hat der Wanderweg gut gefallen. Ja, den Wanderweg, den kennen wir schon aus verschiedenen Wanderungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Immer wieder toll. Die ganzen Stationen sind für Kinder richtig spannend. Man kann viel ausprobieren und viel, viel toben und so. Richtig klasse. Ja, der Forstjenacker, der war jetzt, ja. Da waren jetzt keine Fossilien mehr da, also alles leer gefischt quasi. Der Abstecher zur Küresburg ist auch richtig toll, kenne ich auch schon oft, schon oft da gewesen. Auch immer wieder ein Highlight, immer wieder schön, sehr zu empfehlen. Ja, ich erinnere nochmal an die 3 Nominierten: Unterwegs mit Martin, dann Hike und Bike Time und Annette on Tour. Wäre schön, wenn ihr die Challenge, Show Me Your Gear Challenge annehmen würdet und ein Video erstellen würdet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.